Ab dem 22. März steht Aschenputtel oder italienisch La Cenerentola von Rossini auf dem Programm der Opernbühne Dortmund. Die Titelrolle der Aschenputtel spielt und singt Iliana Mateescu. Gleichzeitig ist es das Regiedebüt von Erik Petersen, der als Regieassistent in den vergangenen Spielzeiten bei verschiedenen Produktionen dabei war. Astrimonia sprach mit Erik Petersen. Ja, Herr Petersen, es ist Ihr Regiedebüt. Was fasziniert Sie so an dem Stoff? Mich fasziniert an dem Stoff, dass wir hier mit realen Figuren arbeiten, dass wir die Möglichkeit haben, eben uns von dem Märchenstoff, der ja denn manchmal ja nicht mit der Realität zu tun hat, uns ein bisschen entfernen können und einfach zeigen, wie eine Zwischenmenschlichkeit wieder stattfinden kann, wie man sich verlieben kann, ohne dass man sich auf irgendwelchen Internetplattformen treffen muss, dass man einfach sich im alltäglichen Leben einfach mal wieder verlieben kann und dass es hier auch nicht um Status geht, sondern einfach normale Menschen wie Sie und ich sich einfach auch wieder kennenlernen können und sich auch näher kommen können. Sie waren ja hier schon im Haus an verschiedenen Positionen als Regieassistent tätig. Was ist jetzt so der Unterschied, wenn man jetzt selber Regie führt, also quasi die Verantwortung hat? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Verantwortung, weil man als Assistent ist man ja für die komplette Organisation einer Produktion verantwortlich. Und hier ist man natürlich jetzt, man sondert sich so ein bisschen von der Außenwelt ab, weil man tagtäglich dran denkt und natürlich auch jeder Rolle Sachen geben muss, einfach Emotionen, Empfindungen, Gestik, Mimik, alles Mögliche. Das ist natürlich eine sehr harte Arbeit und die mir unheimlich Spaß macht und die ich ja auch in meinen Assistenzjahren mir auch angeeignet habe und das war ja auch der richtige Weg. Sie haben erwähnt, gerade bei der Matinee, Sie wollen kein Regietheater machen mit Aschenputtel. Warum nicht? Ja, vielleicht bin ich auch nicht der Typ für. Also Opern wurden ja zu einer bestimmten Zeit geschrieben und die Komponisten, die Librettisten haben sich ja auch bei vielen Sachen etwas gedacht. Und ich finde, wenn eine Oper dafür geeignet ist, wie es ja oftmals bei Verdi zum Beispiel ist, wo man das sehr aktuell machen kann, weil ich finde, Rossini hat es nicht verdient, zumindest jetzt bei Cenerentola, ein Korsett aufzusetzen, was ich auch persönlich nicht mag oder was ich auch nicht inszenieren wollte oder möchte. Also dieses zwanghafte Modernisieren passt da nicht immer. Ja, also ich versuche ja so eine neue Generation auch darzustellen, dass es nicht immer gleich heißt, junge Leute wollen bloß noch das Theater neu definieren und neu erfinden und alles muss laut pengen, Autos, Motorräder. Ich finde, die Zuschauer haben das jetzt jahrelang mitgemacht und ich würde gerne einen Trend wieder ansetzen, dass man gerne ins Theater geht und sich auch mal wieder einfach auch wieder ablenken lassen kann von den Alltagssorgen oder von den Alltagsgeschichten, was wir auch alles gerade hören, ob es Russland sei, ob es die Ukraine sei. Es ist ja ein Wahnsinn, was da alles so läuft. Und ich finde, Theater sollte wieder dazu, oder gerade Opern sollten wieder dazu hinführen, dass man sich davon auch ablenken lassen kann. Neben der Musik gehört natürlich auch Bühne und Kostüme spielen eine wesentliche Rolle. Wie sieht's da aus? Ja, bei uns sieht es aus, dass wir einen sehr fantastischen Raum geschaffen haben. Wir haben eine Dorfstraße, in der die Schwestern und der Vater und die Cenerentola ihre Orte haben, wo sie leben, aber sich immer wieder auf dem Platz treffen. Und auf diesem Platz finden unheimlich viele Situationen statt. Dort findet auch der Ball statt, dort findet die Hochzeit statt. So dass man quasi, wie es ja damals auch in einem Dorfleben war, das Zusammenhalten ist da. Nur, dass man, umso länger man in einem Dorf lebt, ja auch manchmal eine gewisse Langeweile entstehen kann. Was wir am Anfang auch sehen werden in der Inszenierung. Aufgesetzt wird dieses ganze Bühnenbild mit den sehr fantastischen Kostümen von der Tatjana Ivschina, die auch das Bühnenbild macht. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir historische Kostüme nehmen, die aber nicht historisch sind, die Formen haben, aber die keine Schnörkeleien haben. Wir benutzen auch moderne Stoffe und dadurch wird es ein sehr fantastisches Gesamtpaket. Wie sieht die Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern aus? Sehr gut. Also ich habe das Glück, dass ich die Sänger ja schon seit Jahren kenne, auch ja durch meine Assistenzzeit und
Es funktioniert sehr gut. Also ich gebe den Sängern auch viel Freiräume, weil Rossini zu singen ist wirklich nicht einfach. Und Sie haben das ja vorhin auch schon gesehen, selbst diese zwei Arien, wie viel Text das einfach ist. Und der ganze Abend geht ja 3 Stunden. Und wir haben eine Ebene gefunden, wo ich meine Visionen darstellen kann, wo ich meine Ideen umsetzen kann und die Sänger sich dabei auch wohlfühlen und ich sie nicht in ein Korsett reinstecke, wo sie sich unwohl fühlen. Ich glaube, sowas merkt auch der Zuschauer. Ja, Herr